zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute kommt die Begrüßung wieder mal aus dem Auto, weil ich einfach vorher irgendwie nicht so Zeit hatte. Und zwar bin ich jetzt gerade auf dem Weg für die Linke abzuholen, wo ich uns wieder fotografiere. Die Sachen sind alle schon eingeladen, der Lemmy ist schon geputzt und wir haben jetzt 10:30 Uhr. Am 1 wird die Prüfung anfangen und wir gehen auf Langenthal. Auf Langenthal haben wir rund 1 Stunde und 15 Minuten. Und das ist ein neuer Gang für uns, also wir waren dort noch nie gewesen. Und ja, also wir hören so verschiedenste Sachen von diesem Gang, wie viele deine loben, andere sagen ja, es ist nicht so das Wahre und wir gehen jetzt mal schauen und ja, je nachdem, wenn es ein schöner Gang ist, gehen wir vielleicht nächstes Jahr wieder. Wenn es halt ein Reinfall ist, ist es halt so, dann gehen wir sicher nicht mehr. Und wir werden wiederum 2 Prüfungen Greenjump starten. Ich hoffe, dass nach dem letzten Mal, wo wir so viel zu schnell waren, wir die Idealzeit wieder etwas besser treffen. Aber ich habe das Video dann ein paar Mal angeschaut und habe wirklich gesehen, dass er eigentlich schon ein gutes Grundtempo von sich selber hatte. Und ich dann aus, weiss auch nicht, Gewohnheit immer noch schneller wollte reiten, obwohl er eigentlich schon sehr schnell war. Und durch das und durch das tiefere Idealtempo waren wir dann halt viel schnell gewesen. Aber ich habe jetzt eigentlich einen Plan gemacht, wie ich es heute angehe und hoffe, dass er dann wieder aufgeht, wie vorher immer. Ich wünsche euch jetzt viel Spass bei diesem Video. Wir kommen jetzt zur ersten Prüfung. Das ist, wie gesagt, eine Greenjump-Prüfung war. Und ja, es war jetzt gegenüber der letzten Bar mal ein relativ langer Parkour gewesen. Und ich hatte bereits Start Nummer 8 gehabt. Und vor mir ist eigentlich niemand halt ohne Revue oder gröbere Umwege ins Ziel gekommen. Und deswegen konnte ich sehr schlecht einschätzen, ob die Zeit eher langsam bemessen ist oder eher schnell. Und es war der gleiche Bargo-Bauer und auch das gleiche Tempo wie in Utzenstorf. Und wie ihr wisst, habe ich jetzt in Utzenstorf 7 Sekunden zu schnell gewesen. Und deswegen habe ich nicht so genau gewusst, wie es denn heute wird sein. Aber ich wollte einfach mal einen schönen Umgang reiten. Und ich hatte ja dann nicht wie in Utzenstorf noch einen zweiten Umgang gehabt, den ich dann korrigieren konnte. Hier beim Rückwärtsrichten ist Lemmy schon gestogelt. Ich weiß nicht genau, was er dort gemacht hat. Auf jeden Fall bin ich trotzdem schön angaloppiert und er hat sich nicht irgendwie weh gemacht oder so. Das ist echt manchmal so ein Ungeschicktheit von ihm. Ich habe dann hier schön angefangen. Aufs Eis. Und wie ihr seht, tatsächlich, Lemmy kann auch aufs Eis springen, ohne vorher so zu zögern. Dann kommen wir aufs 2. Da hat er ganz kurz ein geschaut und ist dann etwas zu dicht gekommen. Aufs 3 bin ich dann schön gewendet, hat mir ein das Hägel runtergeschaut, aber ich konnte dann schön weiterreiten. Aufs 4 hat er auch schön genommen, dann ist hier auf eine lange Wendung auf linke Hand gegangen. Ich habe probiert, ich habe gemerkt, dass er wieder einen guten Grundgalopp hat und nicht zu fest noch vorwärts zu jagen. Hier das 5 hat er auch ganz schön genommen. Er ist wieder auch schön weiter galoppiert. Ich musste wirklich fast nichts machen. Hier die 6, ohne irgendwie zu zögern, hat er den Baumstamm dort genommen. Hier auf 7. Ja, kann man auch nichts sagen. Hier, das war so ein ganz schmaler Sprung gewesen. Man sieht es eben aus dieser Perspektive fast nicht, aber er hat noch ganz schön genommen, ohne zu zögern. Hier auf den 8. Sprung. Oh, ganz gut. Dann kam hier ein Graben gekommen, also ein Trockengraben. Man sieht ihn eben auf dem Video schlecht. Der war relativ breit und mit so Baumstämmchen als Fuß fast. Dann geradeaus weiter auf den reitsport.ch Sprung, hat er auch ganz schön genommen. Dann ist hier wieder auf eine relativ lange Wendung gegangen.
für dann hier zu 11 in diesen Steil. Hat er schön aufgepasst und hat sich nicht labieren durch die lange Wendung. Hat nicht irgendwie gedacht, das ist fertig. Weiter aufs 12, noch einen schön genommen. Dann hier rechts rum, ums Talium kehren. Dann eine lange, lange Gerade, dann noch auf den letzten Teil. Und dass er den so schön genommen hat und dass alles passt und so, da bin ich schon ziemlich stolz. Leider sind wir wiederum 7 Sekunden zu schnell gewesen. Vielleicht hätte ich einmal ein bisschen weiter raus sollen und dann hat es gelangt, weil ich ganz knapp neben der Klassierung war. Also es hat auch Leute gehabt, die mit 7 Sekunden daneben klassiert waren, einfach auch ein bisschen weniger daneben. Aber ich hatte ja dann noch einen zweiten Umgang und dort bin ich dann einfach, also habe ich als Fazit genommen, dass ich einfach ein bisschen weitergehe und dann ist man nämlich schon sehr schnell viel näher dran. Dann kommen wir zur zweiten Prüfung. Das Tempo war wieder das gleiche gewesen, aber der Parkour war noch mal ein bisschen länger gewesen und man konnte die Bahnorte halt entscheiden vor oder hinten. Also ja, wo die Linie ist klar vorgegeben, aber einmal habe ich mich dafür entschieden, dass ich etwas weiter gehe. Weil ich vorher ja gleich 7 Sekunden zu schnell war, dass ich ihn gleich schön laufen kann, weil ich ihn nicht im Tempo zurücknehmen will, weil ich finde den Fluss, den er hat, finde ich gut. Dann hier sieht er, gehe ich den Graben gleich noch mal zeigen, weil es im zweiten Umgang plötzlich komisch viel Revue an diesem Graben gab. Wo vorher sind wir ja von oben runter gesprungen und jetzt unten rauf. Anscheinend hat man etwas mehr Eichen gesehen, oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es plötzlich sehr viel Revue gegeben. Und dann denke ich, gehe ich gleich noch mal zeigen, nicht, dass er dann plötzlich noch ein Problem hat. Aber eigentlich auch sonst gehe ich im zweiten Umgang eben so die festen Sprünge und Ledo so trotzdem noch mal zeigen, auch wenn er es schon gesprungen hat. Weil der Lemmy ist so jemand. Manchmal, wenn es dann von der anderen Seite kommt, ist es plötzlich viel gefährlicher als von der einen Seite. Dann ist es dann auch schon losgegangen. Ich habe ihn rückwärts gerichtet, schön angaloppiert und er ist schon wieder flott losgaloppiert. Was ich an diesem Tag sehr beeindruckend fand, ist, dass er beide Mal das Eis wirklich ohne zu zögern genommen hat. Auch sonst eigentlich bei keinem Sprung wirklich fest halt so drunter gelaufen ist, wie er das schon alles macht. Hier jetzt zwei, hat er auch wieder schön genommen. Und er hat auch schön von sich aus ein Grundtempo, das wirklich sehr gut vorwärts ist und er auch gut kann einstellen kann, wenn die Distanz nicht ganz stimmt. Dann hier ist es ums ganze Dalium gegangen, weiter aufs Vieri. Dann so auf einer gebrochenen Linie weiter. Dann dort aussen das Fünfi. Hier bin ich jetzt eben aussen dran durchgekehrt, damit ich ein Zeit ja, kann verlieren kann im Prinzip. Dann ist es hier über den Steil über 60 gegangen. Links um weiter, wieder um das Dali um, ist hier hinten der Hauptner Ochser, das siebte war. Hier aussen am Graben durchkehren. Dann hier so zwischendurch, ein bisschen eine komische Linie über den Schmalsprung, das achte. Jetzt hat man schön gesehen, dass der Sprung kaum breiter ist als die Rosse eigentlich. Und dann ist es dort wieder wirklich weit gegangen. Vorne hier wieder der Ochser, das 9 ist gekommen und das ist jetzt echt die Linie von Graben halt rückwärts wie vorher. Können wir hier wieder über Graben, hat er bei dem mal ein bisschen mehr geschaut, als vorher, wo er noch schön genommen hat. Dann ist hier eine relativ schnelle Wendung gekommen, von dann aufs 11. Und dann ist es so halb Grad weitergegangen für aufs 12. Dann ist hier rechts rum, bin ich wieder außerhalb von dem grünen Ochsen durch. Und habe dafür so ein bisschen galoppieren. Und dann ist hier auf die lange Gerade quer durch den Platz auf den letzten gegangen. Und dann habe ich noch durch das Ziel nicht durchgejagt, sondern habe ihn einfach locker galoppieren. Und durch das sind wir nur noch 3 Sekunden zu schnell gewesen. Und mit diesen 3 Punkten sind wir dann dritt geworden. Also für Sieg hat
fast nichts gefällt, wo die ersten drei haben alle 3 Punkte gehabt. Wir waren einfach am weitesten halt davon entfernt gewesen. Aber ich bin gleich glücklich, haben wir es jetzt doch auch wieder getroffen und sind nicht wieder viel zu schnell gewesen oder viel zu langsam. Und ich bin mega glücklich, dass wir jetzt gleich wieder eine Greenjump-Klassierung holen konnten. Und hoffe, dass es dann im letzten Greenjump vor dem Finale in Laupen auch wieder so gut wird laufen. Dritter Annehmer mit der Tempfalls 3 Punkte, aber hier haben wir eine Differenz von 2,95 Sekunden zu Rialti, Tamara Faber und Lemmy.